So, willkommen zurück zum zweiten Nachmittagsteil bei der KicksConf 2022. Jetzt habe ich tatsächlich eine besondere Freude, einen langjährigen Begleiter unserer Firma, unseres Produktes ankündigen zu dürfen, nämlich Herrn Boos, Serviceleiter bei der Stadt Freiburg im Breisgau, die Solarhauptstadt, wie sie sich selber nennt. Ich weiß nicht, ob der Titel immer noch Bestand hat. Mittlerweile gibt es ja ein paar Nachrücker. Wir haben uns kennengelernt, 2009 war das schon, auf der CeBIT. Und Herr Boos hatte die Herausforderung, sein altes HP-Service-Tool ablösen zu müssen, beziehungsweise ablösen zu wollen. Und einerseits hat er uns als damals noch nicht ganz so gestanden im Unternehmen das Vertrauen ausgesprochen. Andererseits hat er ganz viel Input fürs Produkt geliefert. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Open-Source-Entwicklung und dieses Open-Source-Mindset, dass er Dinge, die bei ihm im Projekt entstanden sind, die quasi er bezahlt hat oder die Stadt Freiburg bezahlt hat, trotzdem ins Produkt wandern konnten und andere davon partizipieren konnten. Ein Aspekt waren die Ticketvorlagen, die er super fand in seinem alten Tool und die natürlich auch dann den Weg in KicksConf gefunden haben und noch einiges andere mehr. Deswegen ist es mir eine besondere Freude. Herr Boos, es ist Ihre Bühne. Wir freuen uns und ich selber freue mich da auf Ihren Vortrag. Ja, herzlichen Dank. Wir machen den Vortrag gemeinsam mit dem Herrn Ziesch zusammen von der KBIT, der maßgeblich am letzten Projekt beteiligt war. Aber zunächst möchte ich einfach ein paar grundsätzliche Dinge zum Einsatz von KicksConf bei der Stadt Freiburg vorstellen, was wir alles machen. Kurz zu meiner Person. Ich bin schon sehr lange Angestellter der Stadt Freiburg. Jetzt im Moment bin ich schon im Ruhestand, mache den Vortrag aber gerne nochmal, einfach aus Verbundenheit zu der KBIT. Hatte da unterschiedliche Aufgaben. Zuletzt war ich Teamleiter Anwenderbetreuung und wie gesagt, schon über viele Jahre sind wir Partner der KBIT und heute werde ich unterstützt durch den Jakob Ziesch der KBIT, der das Projekt technisch umgesetzt hat, das letzte, was wir jetzt gemacht haben. Wir stellen das dann, das wird der zweite Teil des Vortrags sein, dieses Projekt nochmal konkret vor. Die Stadt Freiburg ist im äußersten Südwesten, im Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Schweiz. Und ungefähr 230.000 Einwohner, Schwarzwald Hauptstadt und vielleicht kennt der ein oder andere den SC Freiburg, der ja dieses Jahr im Pokalendspiel war, leider nicht gewonnen hat, aber okay. Für uns war das ein Riesenerfolg als Stadt Freiburg. Die Stadtverwaltung selber sind ungefähr 4.300 Beschäftigte, 3.700 Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung. Und wie bei in Chemnitz ähnlich, die Anwendungen sind über 500, ja, verschiedene, weil, wie gesagt, es wurde ja schon erwähnt, auch von der Chemnitzer Verwaltung, wir haben halt einen Friedhof und wir haben ein Standesamt und eine Feuerwehr und all diese Bereiche brauchen auch IT-Unterstützung. Und das haben wir die letzte Zeit auch so eingeführt. Wie wird jetzt KicksConf genutzt bei der Stadt? Inzwischen in vielen Bereichen, es hat angefangen in der IT. Und wir als inzwischen ist die Organisation DIGIT, Amt für Digitales und IT. Wir setzen die IT-Prozesse um. Ich habe jetzt nicht ITIL-Prozesse geschrieben, weil so ganz ITIL ist das jetzt bei uns nicht, sondern wir haben uns daran angelehnt, aber setzen das halt um, wie das für uns passt. Das ganze Auftragsmanagement läuft darüber bei uns. Also alles, was die IT an Aufgaben bekommt, läuft über KicksConf. Wir steuern damit auch teilweise externe Dienstleister, die für uns wieder tätig sind im Bereich Telekom, Netze oder seit einiger Zeit jetzt auch Schulen. Das heißt Schuldienstleister, die dann IT in den Schulen betreiben. Wir
setzen das ein oder unsere Kunden können das Self-Service-Portal nutzen, wo wir einige Prozesse schon auch abgebildet haben, für zum Beispiel Berechtigungsverwaltung oder für irgendwelche Anforderungen sonstiger Art. Und wir setzen die CMDB für das CI-Management ein. Neben der zentralen, dem zentralen Amt, dem Digit, wird KIX auch im Amt für Bürgerservice eingesetzt. Da ist bei uns das Telefon-Service-Sender untergebracht. Das heißt, alle Anfragen von Bürgern an die Stadt Freiburg, die heute per Mail oder per Telefon auf andere Art und Weise reinkommen, die werden dort verarbeitet und dann begutachtet und dann in entsprechende Bereiche weitergeleitet. Und ein neuer Bereich, und das ist dann eben auch das, was wir nachher noch mal konkreter vorstellen, was jetzt neu dazugekommen ist oder dazukommen wird, ist das Thema E-Bürgerinnen-Anfragen. Also man kennt es auch unter dem Mängelmelder. Das heißt, irgendjemand sagt hier, meine da oder da ist die Parkbank kaputt oder an dem Gebäude ist was nicht in Ordnung. Und dann wird es dort im Telefonservice-Sender entgegengenommen und dann an die jeweilige Ämter weitergeleitet, an den Fachbereich weitergeleitet. Wie das dann aussieht, stellen wir Ihnen nachher vor. KIX wird auch benutzt vom Gebäudemanagement der Stadt Freiburg. Das heißt, wir haben jetzt einige Hausverwaltungen dran. Also das heißt, sprich, die Hausmeister bekommen ihre Aufträge dann über das System. Die Ämter selber können sagen, hier in dem Zimmer ist eine Meldung machen, ist eine Lampe defekt oder solche Dinge. Also das ganze Auftrags- und Störungsmanagement läuft dann auch da für mehrere Rathäuser inzwischen. Das Pressereferat macht die ganze Beauftragung zu dem ganzen Internetauftritt. Also wenn da Aufträge reinkommen, Änderungsanforderungen oder neue Themen, das geht dann auch übers KIX. In derselben Art und Weise das Geodatenmanagement. Wir haben ein Auskunftssystem im Internet veröffentlicht, den digitalen Stadtplan FreiGIS. Und da gibt es natürlich auch viele Ideen oder viele Fragen oder Hinweise, die dann in unser Geodatenmanagement gehen und die bearbeiten die ganzen Vorgänge eben auch über KIX. Das Amt für Schule und Bildung nutzt KIX für das Thema Betreuungsangebote. Was gibt es für Betreuungsangebote, zum Beispiel in den Ferien oder wo das Eltern können Kinder anmelden für bestimmte Betreuungsangebote oder Anbieter können dort sich melden und sagen, ich hätte ein Angebot. Das geht über die Homepage Stadt Freiburg und wird dann ans KIX weitergeleitet, an das Amt für Schule und Bildung, die für die ganze Abwicklung zuständig ist. Noch ein Punkt ist die Stadtbibliothek. Die Stadtbibliothek hat auch elektronische Medien, die Onleihe. Und darüber bieten sie, oder über das KIX bieten sie jetzt den Kunden dort Benutzersupport an. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand eine Frage hat, mein Kindle oder Tolino oder wie die Teile alle heißen, E-Book-Reader, funktioniert das oder nicht? Oder ich kann das nicht richtig ausleihen, das wird nicht richtig angezeigt, was ist da? Da läuft doch auch relativ viel und da machen die den ganzen Benutzersupport dann eben über das KIX. Ja, das war jetzt so ein ganz schnelle, mal so ein Überblick, was alles bei der Stadt Freiburg inzwischen mit KIX gemacht wird. Und unser letztes neues Projekt, das aber ziemlich groß wurde, ist jetzt das Thema die Bürgerinnenanfrage oder eben Mängelmelder. Warum wurde das angeführt? Das war auch ein politisches Projekt. Auftrag und Ziel war einfach Einführung einer zentralen, niederschwelligen, aber einem digitalen Kommunikationskanal über die Möglichkeit oder als Möglichkeit für unsere Bürgerinnen und Bürger hier irgendwelche Mängel zu melden, dann aber auch das zu beantworten und dass auch eine gewisse Transparenz hergestellt wird. Und da würde ich jetzt mal an den Herrn Tschichi begeben und er kann das dann im Detail noch etwas erläutern, wie wir das gemacht haben, was da alles notwendig war an Arbeiten, an Anpassungsaufwand vielleicht auch bei KIX. Genau, ich würde dann an der Stelle ganz kurz übernehmen. Danke, Herr Boos.
Nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin der Herr Ziesch, arbeite hier bei der KIP-IT als Projektmanager und Consultant und betreue eben die Stadt Freiburg im Rahmen dieses Projekts der Anbindung des digitalen Mängelmelders an KICS. Zum Auftrag und zum Ziel hat der Herr Boos ja schon einiges gesagt. Es ist also grundsätzlich bei der Stadt Freiburg eben die Entscheidung getroffen worden, dass man die Kommunikation und Erreichbarkeit für Bürgeranfragen ins digitale Zeitalter transformieren möchte. Und man hat sich dafür bei der Stadt Freiburg für einen Anbieter entschieden, Polydia, die ein entsprechendes Mängelmelderportal anbieten, ist in einigen Kommunen auch bereits im Einsatz. Frankfurt, meines Wissens, sind aktiv bereits mit diesem Mängelmelderportal am Start. Und ich werde dann gleich auch noch mal ein bisschen was zeigen, wie das dann aussieht von der Bürgerseite, wie man entsprechenden Mangel melden kann. Gibt es jedenfalls den Bürger eine schnelle und einfache Möglichkeit, Mängel im Stadtbild direkt an die Kommune zu melden. Sowas wie illegal entsorgte Fahrräder, Müll etc., was es nicht so alles gibt. Da gibt es ja bei den Kommunen inzwischen glücklicherweise da schon Fortschritte, dass man als Bürger da die Möglichkeit hat, doch etwas unbürokratischer auf digitale Art und Weise solche Vorfälle zu melden. Und grundsätzlich besteht unsere Aufgabe jetzt hier auf KICS-Seite, das Projekt ist noch am Laufen, also wir sind gerade in der Testphase, besteht unsere Aufgabe darin, im Prinzip die Kommunikation von KICS und diesem Mängelmelderportal Polydia, was ja dann von externer Seite gehostet wird, sicherzustellen, sodass der Bürger selber, der die Menge meldet, ja gar nichts davon mitbekommt, welches Ticketsystem da jetzt bei der Stadt Freiburg im Hintergrund im Einsatz ist. Und die entsprechenden Meldungen, die über das Portal gemacht werden, dann in KICS entsprechend als Ticket dargestellt werden und dann dort vom Bürgerservice entsprechend bearbeitet werden können. Und es natürlich dann zum Abschluss aber auch wieder eine entsprechende Rückmeldung ans Mängelmelderportal gibt, wo dann der Bürger die entsprechende Antwort der Sachbearbeiter dann abrufen kann. Sowas wie, wir entsorgen Ihren Müll in den nächsten 1 bis 2 Wochen, wie auch immer, dass man dann eine entsprechende Rückmeldung bekommt zum aktuellen Stand. Ja, da gibt es die eben die beiden Sichtweisen auf die Ziele. Natürlich gibt es die Sicht des Bürgers. Der Bürger möchte natürlich, wenn irgendwie möglich, transparent und so schnell wie möglich sein Anliegen loswerden können und möchte einfach auch die Möglichkeit haben, mit den entsprechenden Sachbearbeitern kommunizieren zu können. Die zweite Sichtweise ist dann natürlich die Sicht und die Ziele, die die Stadt Freiburg damit verfolgt. Da sollen natürlich im Zuge der Einführung des Ticketsystems zur Bearbeitung der gemeldeten Mängel auch die entsprechenden Prozesse, die dann intern bei der Stadt Freiburg laufen, die Zuständigkeiten, die Übergabe von solchen Vorgängen dann entsprechend mit optimiert werden. Und dafür nutzen wir jetzt aktuell dann das Prozessmanagement von KICS 17 und sind dann dabei, die Bearbeitungsabläufe, die dann aus diesen Mängelmeldungen resultieren, zu standardisieren. Das ist gerade eine Sache, wo ich mit der Frau Tuletz bei Ihnen im ständigen Kontakt stehe. Also wir bauen da und testen und es ist gerade die erste praktische Testrunde mit der Bürgerberatung am Gehen. Die hatten jetzt schon 2 Testtermine, haben mir keine negative Rückmeldung gegeben. Ich gehe also davon aus, dass wir mit dem Prototyp da schon relativ weit dran sind. Und natürlich verspricht sich die Stadt Freiburg, sehen Sie auch hier auf der Folie und in den Unterlagen, natürlich auch eine größere Transparenz. Sind ja da, hat der Boos ja schon darauf hingewiesen, Stadt Freiburg, sehr, sehr viele Ämter, sehr, sehr viele Abteilungen und Bereiche, die da miteinander interagieren. Da möchte man natürlich gerade durchs Ticketsystem dann solche Vorgänge natürlich auch erstmal revisionssicher vorliegen haben, um dann vielleicht später dann auch zur Prozessoptimierung zu kommen und zu schauen, wo man zukünftig in solchen Fällen dann effizienter vorgehen kann. Ich gehe mal weiter zur nächsten Folie. Herausforderungen. Ja, Herausforderungen gab und gibt es viele in dem Projekt. Es gibt sehr, sehr viele Beteiligte, Stakeholder. Also haben wir einen relativ hohen Koordinierungsaufwand. Es ist ja nicht nur die Seite der KIP-IT und der Stadt Freiburg involviert, sondern wir haben natürlich auch noch Polydia als Anbieter der Mängelmelderplattform selber mit im Boot.
Und da waren sehr, sehr viele Planungsrunden gerade so im in der Koordinierungsphase des Projekts notwendig, bis wir dann jetzt langsam Richtung praktische Umsetzung starten können. Ich glaube, das kann man offen sagen, die initiale Zeitplanung haben wir ein kleines bisschen gerissen. Also eigentlich sollte das jetzt schon im Einsatz sein, aber wir sind fest entschlossen, dass wir es dieses Jahr dann auch noch praktisch für die Bürger an Start bekommen. Wenn ich kurz einklinken darf, das sind auch natürlich viele interne Beteiligte innerhalb der Verwaltung, weil der Prozess muss ja dann in die verschiedenen Fachbereiche weitergegeben werden. Und da gibt es verschiedene Fachbereiche. Ich glaube, jetzt mit 7 oder 8 Fachbereiche wird es gestartet. Und dann müssen alle Beteiligten mit ins Boot. Die müssen verstehen, was da passiert. Und die müssen die Prozesse verstehen und auch bereit sein, sich in diese Prozesse zu integrieren. Ja, ich weiß, also ich habe schon mehrere Mitarbeiter, habe ich das Gefühl, schon relativ intensiv in die KIK-17-Administration eingeführt und auch manchmal das Gefühl, jedes neue dynamische Feld muss von mindestens 3 Stellen abgesegnet werden, bis es dann auch wirklich final verwendet werden kann. Aber ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg und können da hoffentlich noch in diesem Jahr dann auch wirklich aktiv an den Start gehen. Ja, es gibt eine hohe Außenwirkung und Aufmerksamkeit. Also ich habe das auch von Frau Thulitz immer wieder signalisiert bekommen, dass auch durchaus also bis hoch zum Bürgermeister der Stadt Freiburg regelmäßig nachgefragt wird, wie denn so der aktuelle Stand ist und wann wir denn jetzt endlich dann das Ganze auch wirklich aktiv einsetzen können. Also die Presse ist jetzt noch nicht an mich herangetreten, aber Frau Thulitz hat da durchaus auch ein bisschen Druck, dass wir da jetzt zeitnah Ergebnisse präsentieren. Also gibt es ein hohes Interesse auch von anderen Kommunen, die das durchaus beobachten, weil so Portale, so Mängelmelderportale haben ja schon die eine oder andere Kommune im Einsatz. Allerdings ist es bis jetzt bei den meisten so, dass dann auch die Bearbeiter der Anfragen selber nur über das Portal mit den Bürgern kommunizieren. Und da hat man halt einen relativ begrenzten Funktionsumfang. Viel mehr als Antworten oder mal einen Status ändern und so weiter können sie da jetzt nicht wirklich machen. Also sowas wie einen Bearbeitungsprozess abbilden, wo das Ganze dann durch unterschiedliche Zuständigkeiten läuft und ähnliches. Also einfach Dinge, die wir im Prozessmanagement, ich zeige dann später noch auch ein paar Screenshots aus dem KIKS, die wir da abbilden können, das können Sie natürlich mit solchen Plattformen, die ja eigentlich eher dazu gedacht sind, schnell und einfach mit dem Bürger zu kommunizieren, jetzt nicht wirklich abbilden. Deswegen gibt es da, also ich kenne einen Kunden, der da auch schon drauf schaut und guckt, wenn wir fertig sind, weil er da mal reinspicken will. Ja, ansonsten umfangreiches Change Management, Schulung, Infoveranstaltung, Begleitung, das steht uns noch bevor. Ist alles schon in Planung, also es steht schon offiziell ein Schulungstermin für die Mitarbeiterinnen im Bürgerservice, die ich dann machen werde. Schauen wir mal, dass wir das möglichst zeitnah hinbekommen. Also da ist natürlich schon auch ein gewisser Aufwand. Auch auf Seiten der Stadt Freiburg müssen ja die entsprechenden Mitarbeiter, die bis jetzt noch nicht mit KIKS gearbeitet haben, dann entsprechend eingearbeitet werden. Der Prozess ist verhältnismäßig komplex. Also das wird man dann schon, da wird es schon eine entsprechende Schulungsveranstaltung notwendig sein, damit die dann entsprechend auch effizient damit arbeiten können. So, ich zeige jetzt einfach mal einen Screenshot. So in der Richtung sieht das Mängelmelderportal für den Bürger dann aus. Entschuldigung, ich bin nicht so kameraaffin. Wird mir signalisiert. So, ich hoffe, ich bin gut zu sehen. Ja, wir haben Ihnen mal ein paar Screenshots mitgebracht, damit Sie einen groben Eindruck bekommen, wie das dann entsprechend für den Bürger aussieht. Sie sehen entsprechende, auch mit Kartentools, wo Sie die entsprechende Mangelmeldung dann auch lokalisieren können. Da haben wir jetzt gerade vor wenigen Wochen, die ist allerdings jetzt noch nicht praktisch im Einsatz, muss erst noch getestet werden, eine Erweiterung in KIKS gemacht, die dann aus den Geodaten, die wir von dem Mängelmelderportal übermittelt bekommen, automatisch die dazu passende Adresse in der Stadt Freiburg ermittelt. Sind wir gerade noch, das Problem ist, sind Wanderwege, Radwege und so weiter, die wir aktuell noch nicht genau mit einer Adresse lokalisieren können. Deswegen muss das erst noch in Freiburg getestet werden, ob das Ganze denn dann auch wirklich Sinn macht. Das wäre dann zum Beispiel ein Punkt. Und hier dann einfach mal damit den Eindruck bekommen, wie so die Oberfläche für den mangelmeldenden Bürger dann im Endeffekt aussieht. Der weiß ja nicht, dass dann da entsprechend ein Ticketsystem dahinter steht.
Wer es mal praktisch ausprobieren möchte, meines Wissens nach hat Frankfurt am Main Polydia als Mängelmelder bereits aktiv im Einsatz. Also der sollte dann einfach mal bei Frankfurt am Main, müsste man theoretisch so ein Portal haben, kann sie mal reinklicken, können sie so tun, als würden sie einen Mangel melden und die freuen sich dann drüber. Aber da zumindest können sie sich da mal einen entsprechenden Eindruck verschaffen. Wenn irgendjemand Kontaktdaten von Polydia, also sollte das für jemanden von Interesse sein, kann er sich gerne bei mir melden. Polydia hat schon durchklingen lassen, die haben gar kein Problem damit, wenn wir so ein bisschen für sie mit Werbung machen hier in der Veranstaltung. So. Dann gehe ich auch gleich mal zur nächsten Folie. Ja, den Prototyp von Polydia und Kicks, den haben wir jetzt gerade hingestellt. Der ist jetzt gerade in der Testphase. Sie sehen ja, haben wir hier in der letzten Folie dann auch nochmal die Portaloberfläche von Polydia gesehen. Die Karte, auf der alle Mängel verortet sind. Da war ursprünglich von der Stadt Freiburg auch mal angedacht, dass wir eine entsprechende Kartendarstellung auch im KICS mit anbieten. Wir sind allerdings da bei der Recherche darauf gestoßen, dass die Lizenzgebühren von Google und anderen Geodatendiensten doch so gestaltet sind, dass man jetzt erstmal vorerst davon Abstand genommen hat und wir erstmal nur aus den entsprechenden Koordinaten eine Adresse berechnen, die wir in Schriftform darstellen und von der Karte haben wir erstmal auf KICS-Seite zumindest Abstand genommen. Wer eine Karte will, kann natürlich der Sachbearbeiter auch jederzeit in dieses Mängelmelderportal selbst reinschauen. Dort wird es dann entsprechend grafisch dann auch auf einer Karte dargestellt werden. Ja. Sie sehen ja hier, ja, man kann, es gibt einen Button Mängel melden, mit dem man da entsprechenden Mangel einstellen kann. Ich gehe allerdings davon aus, da wir hier alle durchaus IT-affin sind, wer dieses Mängelmelderportal bei der Stadt Frankfurt sich mal anguckt, der wird das von selbst bedienen können. Müssen wir jetzt nicht zu sehr im Detail drauf eingehen. Es werden dann ein paar Attribute übermittelt, die an so einer Mangelmeldung dranhängen, wie zum Beispiel der Ort, die Kategorie des Mangels, eine Beschreibung, Kontaktdaten des Bürgers, der das Ganze meldet und eben, und darauf liegt ein besonderer Fokus, möglichst die Bilder, die der Bürger bei der Mangelmeldung mit einstellt. Sie haben ein falsch geparktes Auto, Sie haben einen illegalen Müllhaufen, können Sie fotografieren, können das Foto entsprechend mit einstellen. Und einer der wichtigsten Punkte, an dem wir ganz lange gearbeitet haben, sind die Datenschutzprüfungen dieser hochgeladenen Bilder, die ein größeres Problem dann zumindest auf Seite der Stadt Freiburg darstellen, muss alles geprüft werden. Gibt es ganz viele Vorschriften, die ich selber lernen musste, die solche Bilder dann erfüllen müssen, bevor sie von einer öffentlichen Verwaltung dann auch wirklich verwendet werden können. So. Ja, es gibt, sind eben diese beiden Tools, die jeweils natürlich individuelle Schnittstellen haben, Polydia, KICS. Mit den Schnittstellen haben meine Kollegen, die das Ganze dann, die Anbindung machen werden, auch schon entsprechend getestet. Also wir wissen schon, wie wir was hinschicken, wie wir was abholen. Die konkrete Anbindung, sobald der Prototyp abgenommen wurde, geht dann mein Kollege, der Herr Bormann, dann in die konkrete Anbindung dann des Polydia-Portals. So, dann sind wir jetzt hier entsprechend dann auch schon im Bürgerservice angelangt. Das heißt, unsere Mangelmeldung hat jetzt den Weg ins Ticketsystem gefunden, hat die ganzen Attribute mitgebracht, die so ein gemeldeter Mangel hat und trifft jetzt dann entsprechend zuerst mal auf den First Level im Bürgerservice, der in einem ersten Schritt des Prozesses die Qualifizierung und die Zuteilung dieses Tickets übernimmt. Also es werden bestimmte Dinge geprüft. Ist die Mangelkategorie korrekt? Erfüllen die hochgeladenen Bilder die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen, damit sie auch gespeichert und weiterverarbeitet werden können und Ähnliches? Welches Fachamt ist denn überhaupt für die entsprechende Bearbeitung zuständig? Da gibt es sehr, sehr detaillierte Zuständigkeitsmatrizen, die eben davon abhängen, von der jeweiligen Mangelkategorie und der gemeldeten Mangelart wird von KICS automatisch das zuständige Fachamt ermittelt. Das Ticket wird dann zur weiteren Bearbeitung im nächsten Prozessschritt dann in die Queue des jeweiligen jetzt zuständigen Fachamts verschoben, sodass diese ganzen Zuständigkeiten eben nicht mehr manuell gemacht werden müssen, sondern im Prozess bei der Ticketbearbeitung müssen nur im Prinzip die Kernattribute des Tickets angepasst werden. Und dann geht das Ganze im Rahmen des im Prozessmanagement konfigurierten Prozesses dann den Weg an die jeweils zuständige Abteilung.
gibt es unterschiedliche Mangelkategorien, die noch zusätzliche Revisionsschritte erfordern, aber mit den absoluten Details will ich Sie gar nicht zu lange langweilen. Jedenfalls trifft das Ticket dann irgendwann im Second Level an. Ein beim Fachamt kann dann dort konkret bearbeitet werden. Auch da gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten. Bestimmte Mangelarten werden auch extern bearbeitet und haben da bereits dann entsprechende Prozessschritte vorgesehen, dass dann die externen Stellen automatisiert per E-Mail darüber benachrichtigt werden. Also auch da haben wir das Ganze dann prozessual direkt implementiert. Ja, und dann ganz zum Schluss, behebt irgendjemand den Mangel? Hoffentlich, also dass wir nicht nur den Mangel verwalten, sondern ihn vielleicht auch irgendwann beheben, ist durchaus ja auch Ziel des Ganzen. Die Mangelbehebung selber dann, das ist das Einzige, was man nicht direkt in Kicks machen kann. Der Müll muss dann schon noch rein physisch von der Straße geholt werden. Aber es ist natürlich so, dass Nachbehebung des Mangels dann automatisch eine entsprechende Rückmeldung an den Bürger gegeben werden kann, die dann eben auch auf der Mängelmelder-Plattform von Polydia dann entsprechend dem Bürger dargestellt wird. Das heißt, die bekommen jetzt nicht irgendwie E-Mail-Benachrichtigung aus dem Ticketsystem, dass die irgendwie mitbekommen, was da in der Stadt Freiburg verwendet wird, um das Ganze zu verwalten, sondern der Bürger bekommt ganz am Ende, wenn der Mangel behoben wurde, dann seine Rückmeldung direkt über die Mängelmelder-Plattform. So, jetzt sehen wir mal, ich muss mir jetzt doch bloß mal ganz kurz, ja, wir sehen jetzt hier mal einfach mal so eine Bearbeitungsoberfläche von so einer Mangelbehebung. Wer von Ihnen das Prozessmanagement von KIK 17 schon mal gesehen hat, wird die Prozessinformationen, die werden durchaus vertraut sein. Man sieht hier, wir haben die Bilddarstellung von KIKs, weil die Bilder müssen ja auf die Datenschutzvoraussetzungen geprüft werden. Wir haben ein paar kleinere Anpassungen an KIK 17 vorgenommen, dass die Bilder etwas schöner dargestellt werden, auch in den Prozessinformationen bereits etwas größer. Und auch in den Aktivitätsdialogen gibt es dann die Möglichkeit, mit einem Hover dann eine Großansicht des Bildes darzustellen, sodass die Bearbeiter quasi das Ganze dann auch grafisch es ist nicht einfach nur ein Dateianhang, den man klicken und downloaden muss, sondern bekommt das Bild dann gleich entsprechend in den Bearbeitungsoberflächen dann benutzerfreundlich mit angezeigt zur Bearbeitung. Ja, das ist hier die Prüfung des Datenschutzes. Also das war mit die Aktivität, mit der man bis jetzt am meisten gearbeitet hat, hatte ich ja vorhin gesagt. Also die Prüfung dieser Datenschutzkategorien war auch für mich völliges Neuland und doch sehr, sehr interessant, wie viele Auflagen es in diesem Bereich dann durchaus zu geben scheint. Ja, Sie sehen hier jetzt nochmal einige Bearbeitungsdialoge aus dem laufenden Prozess, wo man dann mal die Mangeltypen und Mangelkategorien sieht. Die Mangeltypen, die Verfügbarkeit der Mangeltypen ist abhängig von den Mangelkategorien. Also je nachdem, mit welcher Mangelkategorie Sie das Ganze klassifiziert haben, werden Ihnen auch nur die dafür passenden Mangeltypen angeboten. Und auch die Prüfung der Anforderungen, die Sie hier sehen, die werden entsprechend generiert aus dem Zusammenspiel aus Mangeltyp und Mangelkategorie. Wer selber ein bisschen in KIKs konfiguriert, sehr, 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 sehr viele ACL, die da entsprechend im Einsatz sind. Ich glaube, für den Prozess sind wir aktuell bei 80 oder 90 ACL, die da schon so ihr Unwesen treiben. Muss ich, bevor das Ganze produktiv geht, vielleicht auch noch mal ein bisschen ausmisten. Vielleicht sind doch die ein oder andere ACL da inzwischen verzichtbar. Jedenfalls konfigurativ doch ein deutlich größerer Aufwand, als es jetzt hier im Screenshot aussieht. Alles getrimmt auf die mögliche Bedienerfreundlichkeit für die Anwender dann in der Bürgerberatung. Ja, die Vorteile für den Bürger sollten eigentlich auf der Hand liegen. Der bekommt regelmäßige Rückmeldungen zum Status seiner Bearbeitung. Also auch hier haben wir natürlich vorgesehen, dass wenn ein bestimmter Prozessschritt in KIKs der Mangelmeldung abgeschlossen ist, gibt es eine entsprechende Rückmeldung an das Mangelmelderportal Polydia, wo es auch Bearbeitungsstatus gibt, die wir entsprechend updaten, sodass der Bürger jederzeit auf dem Laufenden ist, was mit seiner aktuellen Anfrage gerade so passiert. Ja, es gibt eine hohe Transparenz gegenüber den Meldenden. Und natürlich, das ist eine der Sachen, die sich die Stadt Freiburg davon erhofft, ist Doppelmeldungen zu vermeiden. Also gerade wenn jetzt irgendwie 5 Bürger sich melden und den gleichen Müllhaufen melden, dass man sowas dann zukünftig dann vermeiden kann.
Ja, die Vorteile für die Verwaltung. Wir haben natürlich die Zeitersparnisse durch die Checklisten und Automatisierung. Also alles, was Sie dann ja hier gesehen haben, muss ja dann aktuell noch immer jemand manuell machen mit entsprechenden Listen und die Klassifizierung quasi Kraft eigener Wassersuppe dann jeweils entscheiden. Hier soll natürlich gerade durch die Verwendung des Prozessmanagements zukünftig doch eine größere Standardisierung stattfinden. Und es gibt natürlich eine hohe Transparenz innerhalb der Verwaltung. Revisionssicher möchte die Frau Tulitz auch. Darüber reden wir noch. Das ist ja dann natürlich einer der großen Vorteile der Verwendung des Ticketsystems, dass man dann zukünftig alle Mangelmeldungen der letzten 10 Jahre immer noch vorrätig hat, um dann mal entsprechend dann auch in die statistische Analyse zu gehen. Ja. Ich denke hier die Vorteile für die Verwaltung, Sie sehen das ja entsprechend auch auf den Folien als Materialien, würde ich jetzt mal, da es jetzt nicht so sehr mit Keks zu tun hat, eher knapp halten. Natürlich werden hohe Qualitätsstandards angestrebt, die Standardisierung der Kommunikation, jede Menge E-Mail-Vorlagen, Textbausteine und so weiter konfiguriert, die dann von den Bearbeitern, Bearbeiter wählt nur noch einen Textbaustein aus, der wird automatisch in eine vorbereitete E-Mail eingefügt und direkt versendet, sodass dadurch dann auch die Kommunikation auch zwischen den Ämtern entsprechend standardisiert werden kann und natürlich die Evaluierbarkeit. Hatten wir ja vorhin schon angesprochen, statistische Auswertung, welche Mängel werden denn bei uns überhaupt gemeldet, haben wir vielleicht irgendwo strukturelle Probleme, die wir entsprechend angehen können. Das sind alles Dinge, die damit in Erfahrung gebracht werden sollen. Ja, die nächsten Schritte. Ich denke, wir sind gerade beim Testen und Anpassen des Prototyps. Das sind wir gerade Stand jetzt. Schulung, Start der Beta-Version ist schon avisiert. Also die Frau Tulitz hat eine konkrete Vorstellung, wann wir mit den Schulungen und so weiter beginnen. Die Hoffnung teile ich. Danach natürlich zum Start der Öffentlichkeitsarbeit, Begleitung und Evaluation. Das ist ja noch ein kleines bisschen Zukunftsmusik. Zum Start der Öffentlichkeitsarbeit kann vielleicht Herr Bus was sagen. Da bin ich jetzt auf der Seite natürlich jetzt nicht so involviert. Ich denke aber, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass wir dieses Jahr noch ein sehr, sehr interessantes Projekt da zum Abschluss bekommen. Ja, wir sind ja durch mit unserem Vortrag. Die Zeit ist auch um. Von daher und leicht überschritten. Tut mir leid, also von daher danke ich mich nochmal für die Unterstützung und vielen Dank, dass wir den Vortrag und unser Projekt hier vorstellen konnten. Wir haben noch eine letzte Frage. Ja. Die würden wir nochmal ganz kurz gerne reingeben. Ich rede ein bisschen lauter, damit ich auch gehört werde. Und zwar: Macht vielleicht eine Vernetzung von interessierten Smart City Modellkommunen zum Thema KICKS Sinn, auch wenn Themen und Handlungsfelder vor Ort wohl total unterschiedlich sind? Finden sich bei über 70 Kommunen vielleicht einige mit gleichen Problemen? Ein Thema wäre zum Beispiel KICKS 18 CMDB als Verzeichnis für Open Data Datenquellen. Fragezeichen. Ja, ich denke, sowas kann man sicher mal andenken. Vielleicht wäre da die Koordination über die KIP-IT, die, sagen wir mal, die Kunden kennt. Wir wissen ja nicht, wer setzt KICKS ein oder KICKS 18. Müssen wir mal drüber nachdenken, wie man sowas umsetzen kann. Ja, dann vielen Dank von meiner Seite an Jakob, an dich, direkt aus dem Projekt und an Herrn Boos. Es ist mir, ich habe es vorhin schon gesagt, tatsächlich eine besondere Freude. Sie sind Teil von KICKS die letzten Jahre und mir fällt es tatsächlich schwer, Sie in den Ruhestand zu verabschieden. Aber nutzen Sie die Zeit, bleiben Sie gesund. Wir haben ein kleines Präsent vorbereitet. Wir wissen, Sie reisen gern. Deswegen ein regionales Präsent hier aus dem Erzgebirge. Wenn Sie die Zeit haben, kommen Sie gerne wieder vorbei. Ein kleiner Erzgebirgsreiseführer ist mit dabei. Und haben Sie einen angenehmen Ruhestand. Ja. Vielen, vielen Dank für Ihre immer wiederkehrende Unterstützung, die Sie uns geleistet haben. Ich möchte mich auch bedanken für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre. Es hat wirklich viel Freude gemacht. Es war super angenehm und man hat einfach immer wieder auch einen Weg gefunden miteinander, wie man die Dinge bewältigen kann. Genau. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, bevor wir in den nächsten Vortrag starten, nur noch ganz kurze Anmerkung von mir.
Wer also, so wie die Stadt Freiburg im Breisgau, unter die Top 10 der Smart Cities in Deutschland gelangen will, tritt einfach in den Erfahrungsaustausch. Und ich habe aus der letzten Frage jetzt schon mitgenommen, ich glaube, spätestens zur nächsten KicksConf gibt es vielleicht so ein separates Panel nur für die öffentliche Hand, für Städte, Kommunen, die im Bereich Smart Cities unterwegs sind, um genau diesen Erfahrungsaustausch auch noch viel stärker anzukurbeln.